Servus zu einem Übungsvideo zu den Mixed Tenses. Ich habe mir ein Arbeitsblatt von 4Teachers runtergeladen, Link hier unten in der Beschreibung und das lösen wir jetzt mal gemeinsam. Wenn du dir mit den Zeiten nicht mehr so ganz sicher bist, habe ich dir in der Beschreibung und auch hier zwei Videos verlinkt, die dir die normalen Tenses und die Progressive Tenses genauer erklären. Jetzt geht's mal los mit der Zeitenübung. Bei diesem Arbeitsblatt haben wir also die Aufgabe, uns erst zu überlegen, welche Zeit wir einsetzen und warum wir das tun, bevor wir die Lücke ausfüllen. Und ich finde dieses Vorgehen super. Genauer erkläre ich dir das auch in diesem Video, wenn du das Schritt für Schritt machst. Wenn du jetzt super gut Englisch kannst, hilft dir das vielleicht auch, weil manche Fallen dann grammatikalisch nicht so richtig sind. Aber man sagt das. Ich schreibe das Warum nicht immer rein, weil sonst dauert das alles ewig. Ne? Und das wollen wir dann doch irgendwie vermeiden. Ich erkläre es aber natürlich. Shakespeare died in 1616. Es geht hier um einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, eine Handlung, die ist abgeschlossen, der ist tot und es hat keine wirklichen Auswirkungen mehr. Das ist das Simple Past. Das Simple Past bilden wir Verb und ED oder Second Form, die ist regelmäßig, also died. Das nächste ist I never drink beer in the morning. Es geht also hier um eine wiederkehrende Handlung, regelmäßig wiederkehrende Handlung. Niemals das Tun ist im Endeffekt auch wiederkehrend. Ich mache das nie. Das sind Handlungen im Simple Present. Das heißt, I never drink beer war schon die Lösung. In the morning. Gut. Als nächstes, you do your homework right now. Und hier nehme ich jetzt mal meinen Textmarker und ich markiere das right now. Das ist ein deutliches Signalwort dafür, dass das jetzt gerade passiert. Sachen, die jetzt gerade passieren, drücken wir im Present Progressive aus. Das bilden wir mit Verb und ing. Hier müssten wir aber die Frage bilden. Also, are you doing your homework right now? Als nächstes, she not like football. Hier geht es also darum, dass sie Fußball oder American Football nicht mag. Das ist ein Fakt, was festgestellt ist. Und das wird im Simple Present ausgedrückt. Hier müssen wir aufpassen, dass es ja she ist. Das heißt also, und wir müssen es verneinen, she doesn't like football. Weiter geht's mit look, he climbed up the wall. Und hier haben wir, wie vorher, als Signal look. Das ist jetzt kein wirkliches Signalwort. Bei look nimmst du nicht immer das Progressive her. Aber das, in dem Fall heißt es ja, guck mal darüber. Der ist gerade dabei, die Wand hochzuklettern. Und in diesem Fall nehmen wir das Present Progressive. Also he is climbing up the wall. Also up brauchen wir auch noch. Weiter geht's mit I never be in Paris. Und hier haben wir wieder ein Signalwort. Never heißt, es noch nie, hat noch nie stattgefunden. Dieses noch nie stattfinden dauert an bis jetzt. Typisch ist das für das Present Perfect. I have. Und das never kommt dazwischen, been in Paris. Gut, weiter geht's mit yesterday, I wake up at 9:30 und hier haben wir yesterday, da würde ich gerne noch ein Komma dahinter haben. Yesterday ist schon ein Signalwort, ich habe es ja gerade schon markiert, typisches Signalwort für simple past. Yesterday, I woke up at 9:30. I work for hours now, I'm tired. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, ob wir die haben dürfen. Ja, wir dürfen das Present Perfect Progressive einsetzen. In dem Fall geht es jetzt darum, dass ich sage, ich bin seit Stunden am Arbeiten, ich bin müde. Und natürlich kann ich jetzt hier das Present Perfect reinsetzen. Das Present Perfect heißt ja, dass etwas in der Vergangenheit begonnen hat und bis heute jetzt andauert. Aber wenn ich einen Fokus auf die Dauer legen will, dann nehme ich das Progressive. Also ich bin seit Stunden dabei. Present Perfect Progressive. Und das bilde ich so, wie es heißt. Ich bilde also das Present Perfect von to be, I have been. Und dann bilde ich das Progressive von dem Verb working. Und dann habe ich das Present Perfect Progressive. 4 hours now. I'm tired. Damit drücke ich aus, dass etwas über eine längere Zeit dauert bis jetzt. Und ich lege einen deutlichen Fokus auf die Dauer. As usual, we spent our holidays on Mallorca. As usual heißt, dass etwas wiederkehrend, häufig auftritt, regelmäßig auftritt. Und das heißt, we spent.
Wenn du da right now noch dazu setzen würdest, dann könnte man darüber reden, dass es vielleicht jetzt gerade passiert. Es ist zwar so wie meistens, aber jetzt gerade ist es dabei, dann hättest du vielleicht das Progressive hier spend. Und da können wir uns tatsächlich as usual noch auch markieren. So she came in. Read the newspaper at this moment. Also, die kam in einen Raum hinein und die Frage ist ja, hat sie dich bei etwas unterbrochen? Da sollten wir vielleicht noch you irgendwie dazu schreiben, damit das Sinn ergibt. Wir haben also eine länger andauernde Handlung in der Vergangenheit, die von einer kürzeren Handlung in der Vergangenheit unterbrochen wird. Diese länger andauernde Handlung ist im Past Progressive, die unterbrechende Handlung im Simple Past. Das müssen wir jetzt noch als Frage bilden. Also, where you reading the newspaper at this moment? Did you see the accident? What happened before the crash? Und hier haben wir jetzt before the crash. Das heißt also, vor dieser Handlung in der Vergangenheit ist eine andere Handlung geschehen, die Auswirkungen hatte. Und diese Vorvergangenheit drücken wir im Past Perfect aus. Also das hier passiert nach dem hier. Das, was zuerst passiert, im Past Perfect. Das Past Perfect bilden wir mit had und der Third Form, wie das deutsche Plusquamperfekt. Ein Satz ist auch gleich. Also, what had happened before the crash? Vorsicht, before ist nicht immer ein Signalwort für das Past Perfect. Ne? Mir geht es hier auch um die Bedeutung. Machen wir mal weiter. They lie naked on the bed when I came in. Das ist jetzt im Endeffekt wieder das gleiche wie vorher. Das in das Zimmer kommen dauert kurz und unterbricht das nackige Daliegen dieser anderen Menschen. Keine Ahnung. Also, ist das, was länger andauert, eine Handlung in der Vergangenheit, die länger andauert, die von einer anderen unterbrochen wird? Past Progressive, so wie vorher auch. Also, they were, und achte darauf, dass du they were machst, nicht they was. Und das Verb ist lie, also müssen wir die Vergangenheit bilden. Und Vorsicht hier jetzt, lying naked on the bed when I came in. At 11:30, John and Lena play tennis. Hier geht es jetzt darum, dass eine Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit gerade andauerte. Diese Handlung ist vorbei, hat wenig Auswirkungen auf jetzt. Das heißt, auch hier benutzen wir das Past Progressive. Um 11.30 Uhr waren John und Lena gerade dabei, Tennis zu spielen oder am Tennis spielen. Das ist immer dieses Progressive-Gedöns. Ne? Where playing tennis? Let me sit for a moment, please. You sit there for a long time. Okay. Also wir haben jetzt hier die Situation, der möchte sich hinhocken und der andere sitzt da schon ewig. Ist da schon ewig am Sitzen. Lange Zeit, hat in der Vergangenheit begonnen, dauert bis jetzt. Fokus auf die Dauer, Present Perfect Progressive. You have been sitting there for a long time. I couldn't get into the house because I forget my keys. So, hier haben wir jetzt zwei Handlungen in der Vergangenheit, die aufeinander aufbauen. Der kann nicht rein, das passiert als zweites, weil er vorher seine Schlüssel vergessen hatte. Die Handlung, die davor ist, ist im Past Perfect. I had forgot oder ten my keys. Und als nächstes see my new car yet, da brauchen wir wieder ein you. Und hier haben wir auch wieder yet als deutliches Signalwort für das Present Perfect. Have you seen und my new car steht schon dort. Und damit sind wir durch mit dem Arbeitsblatt. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir das doch in die Kommentare, ich beantworte das gern. Ja, und an den Kollegen oder die Kollegin, die das hochgeladen hat, vielen Dank. Es ist immer super, Übungsmaterial und Erklärmaterial zur Verfügung zu haben, ohne vorher ewig lang irgendwas erstellen zu müssen.
ich hoffe, durch dieses Video hast du ein bisschen das Vorgehen gelernt. Ich würde mir auch wünschen, dass du dieses Vorgehen so machst, weil dann vermeidest du Flüchtigkeitsfehler, selbst wenn du sehr, sehr gut in Englisch bist. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Erfolg in der Schulaufgabe. Ciao, Servus.